Vor 25 Jahren hatten wir eine ganz andere Situation. Damals befand sich der DFB auch in einer tiefen Krise. Die WM in Frankreich war gerade versemmelt worden. Berti Vogts hatte danach in Freundschaftsspielen auch keine glückliche Hand und ist dann mehr oder weniger aus dem Amt gedrängt worden. Und dann war also guter Rat teuer und es waren Namen im Gespräch, die seine Nachfolge antreten sollten. Und es war eine lustige Suche. Es gab ein buntes Ringelrein. Geworden ist es am Ende nicht Paul Breitner, auch wenn das sehr spannend gewesen wäre, sondern es gab ein Paul Breitner, auch wenn das sehr spannend gewesen wäre, sondern es gab ein munteres Hin und Her. Und hier ist nochmal die Chronologie von damals. Von Otto Nerz in den 30er Jahren bis zu Berti Vogts am vergangenen Montag gab es gerade mal 6 Bundestrainer. Kein Wunder also, dass der DFB geschockt war und diese ja doch noch ziemlich heile Welt am Montag nach dem Rücktritt von Berti Vogts in sich zusammengebrochen ist. Es begannen chaotische Tage. This is the end. Das Spiel gegen Rumänien auf Malta vor 7 Tagen war sein letztes als Bundestrainer. Berti Vogts zog die Konsequenzen, weil die Front gegen ihn immer stärker wurde. Der Pokal für den Gewinn der Europameisterschaft vor 2 Jahren, es war Vogts größter Erfolg. Nach dem Rücktritt begann die hektische Suche nach einem, der den Erfolg zurückbringen soll. Trophäen für die schicke Vitrine schienen allemal wichtiger als Strukturveränderungen und Innovation. Jupp Heynckes war frei und er soll der Erste gewesen sein, dem Egidius Braun das Bundestraineramt angeboten hat. Heynckes sagte ab wegen einer schweren Krankheit seiner Frau. Längst hatte Braun die Suche zur Chefsache erklärt. Der 73-Jährige entwickelte Ideen, verwarf sie und so langsam wurde es chaotisch. Wenn es einen Umbruch geben sollte, dann sollte der auch geschehen, so dass er glaubwürdig war. Und deshalb gingen meine Gedanken zu Ulrich Thielicke hin. Ich habe gesagt, sollte der Präsident Egidius Braun eben den Entscheid fällen zu meinen Gunsten, dann würde ich mich dieser Aufgabe nicht verweigern. Uli Stielicke hatte auf Anfrage am Dienstagnachmittag ja zum Job gesagt. Paul Breitner hatte sich am Abend des Tages telefonisch bereit erklärt, als Interims-Teamchef zur Verfügung zu stehen. Egidius Braun hat mich gestern Abend 20.30 Uhr angerufen und nach einem längeren Gespräch gefragt, ob ich bereit wäre, zu helfen in eben einer Funktion als Teamchef oder was auch immer. Und ich habe gesagt, ja. Das Chaos bei der Kandidatensuche nahm groteske Züge an. Mitte der Woche hatte Braun 2 Männer für den Posten. Ob sie voneinander wussten? Bundesinterims-Teamcheftrainer Paul-Uli Breitlicke. Der eine, Uli Stielicke, gibt sich am Vormittag schon als Bundestrainer, stellt sogar die zurückgetretenen Nationalspieler Hässler und Möller unter den Senkel. Der andere bekommt die Absage. Um 13.30 Uhr ruft er mich an und sagt, also, Herr Breitner, es tut mir leid, Kommando zurück. Ich habe vom DFB die rote Karte bekommen. Weil er seine Forderung nach Erneuerung auch im DFB nicht nur Braun gegenüber, sondern auch in einer Zeitung verbalisiert hatte. Mit dem ich Revolution machen wollte, der wollte mich gleich killen. Gleichzeitig ereilt Erich Ribberg, der zum Golfspielen aufbrechen wollte, ein Telefonat des DFB-Generalsekretärs Horst R. Schmidt. Danach ist Ribberg neuer Teamchef. Ich glaube, ich habe es im Fernsehen gesehen oder in der Zeitung gelesen, so ein Profil auftauchte, welche Anforderungen werden denn eigentlich gestellt an den Mann. Da habe ich so gedacht, Mensch, da bist du an sich, wärst du gar nicht so ungeeignet. Auf der gestrigen Pressekonferenz, bei der Erich Ribbeck und Uli Stielicke vorgestellt wurden, erläuterte Egidius Braun, dass er auf diese beiden eigentlich zuletzt gekommen sei, nachdem andere Konzepte gescheitert oder nicht durchsetzbar waren, wie seine Idee mit Paul Breitner. Teamchef und Trainer hat der DFB-Präsident damit nicht gerade den Rücken gestärkt, denn schließlich sollen beide die Nationalmannschaft wieder zu alten Erfolgen führen. Also ein turbulentes Kapitel in der Geschichte des DFB und in der Geschichte des Bundestrainerjobs. Und für 17 Stunden wäre Paul Breitner beinahe Bundestrainer gewesen. Das heißt, er war es sogar für 17 Stunden und wäre es dann beinahe geworden, aber dann wurde es Erich Ribbeck.